Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Und damit rollt der Ball. Fortuna Köln in weiß von rechts nach links. Wattenscheid in komplett rot von links nach rechts. Und dann Ihnen und euch viel Spaß bei dieser Partie der Regionalliga West bei Sport Total hier im Südstadion von Köln. Hier der Versuch. Köln lockt erstmal nicht an und der lange Ball auf Sané. Der hat ein bisschen Platz zumindest gegen Schurich. Und setzt sich da auch gut durch. Die Flanke nach innen. Und die erste Möglichkeit, die erste hundertprozentig eigentlich schon. Allerdings gute Parade von André Weiß. Und vielleicht dieser Fernschuss. Also, weil jetzt direkt unter Druck hat, nur noch die Anspielstation nach außen, wird er gut dann nach außen geleitet. Und Fortuna treibt die Gäste vor sich her. Und genau sowas kommt dann dabei raus. Stanilevic, was macht er? Schießt er selbst! Und das ist die Führung für Köln, zwangsläufig eigentlich. Immenser Druck auf Wattenscheid ausgeübt. Die Verteidigung der Gäste vor sich hergetrieben. Den Ball einmal mehr, kurz vorm Strafraum eingesammelt. Und dann klingelt es eben hier die letzten Momente dieses Tores. Der überlegt dann Stanilevic noch, wo könnte er hinspielen? Und dann sieht er, dass sich da vielleicht was hin auftun könnte. Der Direktschuss. Gut, diesen Versuch von Wattenscheid ins Leere laufen lassen von Langer mit dieser einen Bewegung nach innen. Und daraus entsteht dann direkt wieder was. Langer Ball in den rechten Halbraum. Anspielen mit Hauptblock. Und das ist das 2:0 für Fortuna Köln. Schnell das Mittelfeld überbrückt. Nachdem das Pressing von Wattenscheid ins Leere lief, langer Ball über die rechte Seite, Pass nach innen, Lockhart setzt sich dadurch, natürlich da mit einiger körperlicher Überlegenheit. Und das heißt dann 2 für Fortuna und 0 für Wattenscheid. Lockhart läuft ein, schneller dann am Ball als Wiebel. Der zweite Versuch von Wattenscheid, da vielleicht doch noch was zu kreieren. Sané setzt nach, guter Einsatz einmal mehr. Tunga dann etwas blind mit der Verlagerung, hat er Glück. Yildiz, er versucht da sich eine Schussbahn zu erarbeiten. Umut Yildiz ist kein technischer Hochgarant, Simon Roscher, aber eben aufgrund seiner Größe trotzdem mit einer gewissen Präsenz. Die hat auch Lars Lokoc, der jetzt am Ball ist. Pass rausgespielt und diese Chance hergegeben. Abseitsstellung von Schwadorf könnte das gewesen sein. Nein, über die rechte Seite geht der Pass von Lokolsch raus und kommt dann zu spät. Schurig direkt auf. Roscher, der für Casalino drin ist, nach der Halbzeitpause gekommen. Und der Fernschuss dann von Marco Cirillo. In dem Fall dann gut der Ball weitergeleitet von Lokoc. Dann ein Trikot gezogen von Sascha Marquet und Alexander Schuh pfeift dann. Wie sind die Nerven bei Marquet? Wie sind die Nerven bei Staudt? Direkt in die Mitte. Man würde vielleicht in Italien sagen, Via Di Mesto. Ab durch die Mitte. Bruno Staudt bewegt sich. Der dritte für Fortuna. Und es könnte die Vorentscheidung sein für die Hausherren. Unter dem Jubel der eigenen Fans im Südstadion. Hier der Elfmeter in all seiner Schönheit. Die nächste Aktion für Fortuna. Gut durchgekombiniert über die linke Seite. Und jetzt wird es aber langsam richtig bitter für Wattenscheid. Das ging dann sehr, sehr schnell. Und das waren drei Stationen über links, der Ball nach innen gelegt und dann ist es auch sehr schnell geschehen. Wieder das Anspiel auf Marquet, auf Lokoc und dann in die Mitte gebracht und es war der eingewechselte Dustin Wilms, der dann durchsteckt. Jetzt lässt sich mal Lokoc fallen, dafür geht dann Wilms tief. Also da passt das dann auch mit den positionellen Roraden und über rechts kommt dann Jean-Marie Nadiambe und die Flanke nach innen.
für Fortuna Köln aus einer ganz guten Position. Kann man sogar mal drüber nachdenken, vielleicht ihn direkt zu bringen oder direkt auszuführen. Marquet steht bereit. Und der zweite Ball landet dann bei den Kölnern. Da hat Wattenscheid geschlafen. Staudt kann den ersten noch parieren. Aber der zweite Ball fällt dann vor die Füße eines Heimspielers zum 5:0 für Fortuna. Schnell ausgeführt, Marquet wusste es auch nicht direkt, aber hat gesehen, dass der Ball dann direkt wieder im Spiel war. Wenn wir uns gerade auch diese zweite Halbzeit anschauen, auch diesen Auftritt nach der 2:0-Führung, nach den ersten 45 Minuten, dann doch auch recht souverän gespielt. Aus der Kabine rausgekommen und wenig bis gar nichts anbrennen lassen. Also in der Phase, als gleich Wattenscheid hätte nochmal reinkommen können, war Köln souverän. Hat Köln eventuell noch den Sechsten drin? Das ist die Frage. Machen sie noch das halbe Dutzend voll? Es ergeben sich Freiräume auf alle Fälle. Lokos, und das ist. Nimmt den Ball an, setzt sich so in der Mitte, stellt seinen Körper rein, zieht in Richtung von Staudt, zieht ab und das halbe Dutzend voll gemacht. Flanke kam von der rechten Seite, gut reingebracht auch. Und eben auch gut von Lokos nochmal den Körper eingestellt gegen mittlerweile auch einfach indisponierte und ermüdete Wattenscheider. Klar, die sind einmal in Unterzahl. Es laufen die letzten Sekunden der regulären Spielzeit. Macht Fortuna noch einen weiteren. Aus der Distanz abgezogen. Staudt fliegt nochmal. Darf sich zumindest auch noch einmal von seiner besseren Seite zeigen, nachdem er jetzt so häufig nur den Ball aus dem Netz geholt hat. Nachspielzeit läuft, es gibt Ecke für Fortuna. Die kommt rein, in diesem Fall Staudt mal daneben gegriffen. Aber das ist dann nicht das 7:0, aber es soll es auch so gewesen sein. Fortuna Köln gewinnt mit 6:0 gegen die SG Wattenscheid 09. Ja Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.